So, meine Freunde, wir sind zurück und begeben uns, ich die Pilze vergessen. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt Pilze hab. Ah, Zerpilz. Sind die doch, die Sprache, ne? Pilzköder, ne. Pilzköder. Oh, ne, sag ne, nicht. Zehn Stück? Ich stehe hoffentlich beim Händler, ey. Also hier mal nicht. Wie steht denn sonst? Nicht. Ich möchte vielleicht herstellen. Köderteig. Ah. Eieieiei. Zack. So. Okay. Geh zur geheimen Höhle. Machen wir doch mal. Wir begeben uns zur geheimen Höhle. Der Leibesspeiseplan. Okay. Ja, da ist er ja auch schon. Ist ja nicht weit gewesen. So. Jui. Möchtest du auf Juna warten? Okay. Hast du die 10 Pilzköder mitgebracht? Ja, aber sicher. Sehr gut, danke. Die Pilzköder sind von echt guter Qualität. Also gut, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich erzähl dir dann, wie es ausgegangen ist. Geh zuerst mal zurück nach Jubeldorf. Och Mann, ey. Und das? Aua! Was ist denn jetzt im Jubeldorf, Mann? Tsubaki war bei mir, um anzugeben. Er meinte, dass du ihm ein freudestrahlendes Lächeln gezeigt hast, nachdem er dir ein paar graue Beeren gegeben hat. Ja. Da bitte der Top-Pin-Preis. Was ist denn mit euch allen los? Es gibt es ja mysteriöse Steine, die Pokémon anlocken. Ach ja, da hätte ich was vergessen. Ich sollte von Juna ausrichten, dass sie in Jubeldorf auf dich wartet. In Jubeldorf? Ja, sie meint, dass sie dort auf dich wartet. Wobei warten jetzt vielleicht nicht das richtige Wort ist. Sie war ganz vertieft in ein Gespräch. Ja. Ich werde derweil den heißen Quellen einen Besuch abstatten, wenn ich schon mal hier bin. Sollte ich das auch nutzen. Hä?
Okay, dann gehen wir mal ins Dorf. Ich dachte, die wüsste ja in der Höhle was am Untersuchen. Jetzt ist die im Dorf, oder wie? Hallo, na, wie geht's dir? Was ist mit dem Leibespeiseplan? Wovon sprichst du? Hä? Aber jetzt, wo du es sagst, Pella hat mich letztens um etwas Munterreis gebeten. Ich habe ihr natürlich welchen gegeben, aber irgendwie. Kann es sein, dass wir von einem Pokémon hinters Licht geführt wurden? Aber zurück zum eigentlichen Thema. Im Kraterberg-Hochland sind multiple Aufläufe gesichtet worden. Unser nächstes Ziel steht also fest. Mal sehen, wie wir uns dort herausfinden. Was ist jetzt mit. Hä? Ah. Merkwürdig. Dann gehen wir mal zur Hochlandbasis. Vielleicht sollte ich mal bei Zeiten in die Höhle gehen und gucken, was dort ist. So, geben wir dem doch mal wieder hier. Hallo, ich will dem ein bisschen was zu futtern geben. Hallo. Ja. So, oh, Rotoms. Das? Neue Nebenmission. Pi. Warum hat dieses Pi so braune Ohren? Wir fangen erstmal ein paar Rotoms. So. Wir doch mal, wird die so gefangen bekommen. Alles klar. Level 60er. Versuche einfach mal das Glück. Komm schon. Was denn das? So, aus die Maus mit dir.
Oh, ey, ernsthaft jetzt? Was denn das? Jetzt langt's mir. So. Jetzt hab ich die Nase voll. Oh, jetzt bin ich paralysiert. Schluss mit lustig hier. Ja, sag mal, was soll denn das? Kann ich mal bald hier genug sein, oder? Diese Paralysierung geht mir auch auf die Nerven. So, los. Das ist schon endlich. Grob hinter den Bergen, nee, dann gehe ich mal. So, von hier oben kann ich darüber fliegen. Hey, das ist fest. Ultimative Ballonjagd. Ah ja, alles klar. Das mache ich aber nicht. Zumindest mal nicht jetzt. Hier geblieben, hier geblieben. Oh, jetzt ist es. Hä? Aua. Einheit.
Bleibst du wohl da drin? Gibt's doch nicht. Ah, jetzt bleibt er drin, alles klar. Okay, ist auch wurscht. Das nächste wäre dann. Wenn die wohl drauf sind. Gucken wir mal. Oh oh. Okay, die sehen ganz schön aggressiv aus. Keine Lust auf diese aggressiven Tierchen. Oha. Oh, oh, mein armes Relaxo, mein armes, armes Relaxo. Oh, das war ein bisschen zu heftig. Oh, ihr nervt mich. So, jetzt gibt's wieder Zunder. Jetzt gibt's wieder Zunder. Oder eigentlich. Geht mir so auf die Nerven. Verfehlt. Nein! Das ist weil der Regen scheint nachzulassen. Oh, hat noch ausgereicht, okay. Gute Arbeit, damit sollte Untersuchung abgeschlossen sein. Na, wenn das nicht der Zillis ist, wie läuft die Forschung? Wir machen Fortschritte. Ich habe gehört, dass sowohl der Perl als auch der Dameklan dabei helfen. Na, der meinst du? Ja, also würde sie sagen wollen, wer selbstbewusst genug ist, sich mit seinen Partnern dieser Herausforderung zu stellen, soll gegen die Pokémon antreten. Alle anderen sollen einen Bogen um sie machen. Ja.
versuche ich nämlich mir ein paar Tricks von Beshi abzuschauen. Seine Ninja-Künste? Mampf, Mampf. Okay, wir treffen uns wieder in Jubeldorf. Nur ein Rotum bekommen. Das. Dann mal auf ins Dorf. So, als letztes stehen die Nachforschungen zu den Auffällen im Weißen Frostland an. Verlass mich auf dich. Müsstest du direkt aufbrechen? Nein! Da gehen wir erst hin im nächsten Video. Machen wir wieder hier meine Tasche leer. So. Pokédex verändert sich auch nichts mehr, da ich keine mehr finde, die mir fehlen. Prima. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder mit dem Video. Und im nächsten Video gehen wir dann zum Weißen Frostland und schauen, was sich dort verbirgt. Und bis dahin dann, auf Wiedersehen.